Ja, hallo alle zusammen. Ich grüße euch herzlich da draußen, wo auch immer ihr seid, zu diesem wirklich, wirklich spannenden Thema. Wer oder was ist für mein Glück verantwortlich? Für das Schöne und das Hässliche in meinem Leben. Wirklich ein Riesenthema, nicht wahr? Tja, für mich war es eine lebenslange Herausforderung, eine lange Suche nach Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit, nach der berühmten blauen Blume, dem Ideal des göttlichen Menschseins oder dem paradiesischen Menschen in uns und dem Paradies um uns herum in der Gesellschaft, in die ich hineingeboren bin. Kirche verspricht uns ja den Himmel, die weltlichen Autoritäten, die Eltern, die Lehrer, die ganzen Vorbilder inspirieren zur Tüchtigkeit, zum höchsten Ziel innerhalb unserer Gesellschaft, das Beste zu tun. Und das tun wir ja auch immer noch. Wir haben mehr oder weniger unsere Verantwortungen erfüllt, oder? Die eigenen Erwartungen und die Erwartungen aller anderen. Und doch, das äußere Bild unseres Lebens mag sehr gut sein, vielleicht sogar perfekt. Der gesellschaftliche Auftrag, die Pflichten. Wie fühlt es sich in uns an? Fühlen wir uns innerlich angefüllt oder irgendwie leer, irgendwie unzufrieden in der Seele, im Selbstwert, im Selbstbewusstsein? Fühlt es sich so an, als ob trotz aller äußeren Zufriedenheit nicht doch etwas fehlt? Was ist das, was uns fehlt? Habe ich meine Träume gelebt? Meine Besonderheiten? Talente, die in mir schlummern, entfaltet. Oder war der Sinn für mich bisher, in dieser Gesellschaft hier zu funktionieren, gut zu funktionieren? Was hat mich davon abgehalten, meine Träume zu verwirklichen? Ist es dafür zu spät? Oder bin ich voller Hoffnung? Oder habe ich bereits aufgegeben, resigniert? Tja, warum habe ich meine Träume geopfert? Ja, wir schleppen alle sehr viel mit uns herum. Generationen von Familiengeschichten, Schuld, Verrat, Betrug. Und dazu kommen immer noch die persönlichen karmischen Schulden vieler Leben. Traumata, Verletzungen, seelischer Schmerz. Seelischer Schmerz durch Lieblosigkeit in der Kindheit, durch ein geringes Selbstbewusstsein, weil wir nicht ernst genommen wurden, weil es Missachtung gab wegen äußerer Merkmale. Mädchen, Junge,
Klein, groß, hässlich, schwach, unangepasst oder zu angepasst oder zu streitbar. Jedes dieser vielen Label hat Spuren in uns hinterlassen, hat uns geformt, in eine Form gepresst und entweder stark gemacht oder eben sehr schwach werden lassen. Sehr schwach oder sehr stark. Je nachdem, welche Familien, welche Umstände wir in diesem Leben hineingeboren worden sind. Also dieses ganze Ergebnis, der Albtraum der Kindheit, der Jugend, mit allen Ängsten, die steuern ganz bewusstlos, ganz unbewusst unser Selbstwertgefühl, unsere Gefühle für uns selbst bis heute. Bis heute. All die Albträume der Kindheit, all die Ängste. Und diese Gefühle bestimmen uns bis heute, ob wir uns schön fühlen, ob wir uns hässlich fühlen, ob wir uns reich fühlen oder armselig, armselig, die verhungerte Seele. Letztendlich haben wir alle mehr oder weniger registriert oder herausgefunden, dass all das Äußere wichtig ist, aber uns nicht wirklich reich macht. All der Geldbeutel, die Position, die Anerkennung in der Gesellschaft, die Ausbildung, die Position in der Welt. Bei all dem Äußeren, Erfolg, Wohlstand, geht es doch letztendlich immer darum, wie ich mich fühle, wie ich mich selbst achten und ehren kann. Das ist des Pudels Kern. Kann ich mich selbst achten, lieben, ehren? Tja, hier in dieser Raja Yoga Schule studieren wir all die geistigen Kräfte, all die Tugenden, all die Werte und so weiter. Und sie sind auch ein sehr guter Leitfaden, um überhaupt erst einmal zu erkennen, welche Fähigkeiten in mir schlummern, welche Entscheidung ich aufgrund meiner Lebensgeschichte überhaupt treffen kann. Um zuallererst einmal im Herzen, im Geist, im Verstand etwas zu ändern. Damit überhaupt ein besseres, ein schöneres Lebensgefühl erlangt werden kann. Ja, das kann ganz schön anstrengend sein, sich selbst zu begegnen. Sehr unbequem, anstatt alles beim Alten zu lassen, nichts mehr ändern zu wollen, still vor mich hinzuleiden, zu resignieren,
zu jammern, mich zu beschweren. Und dann auch noch Gott und die Welt dafür zu beschuldigen. Sehr bequem. Aber auch so ein innerer Stillstand. Und wir wollen ja schauen, wie wir wieder glücklich werden, wie wir wieder frei werden, die Seele wieder strahlen kann. Das ist doch das Ziel, nicht wahr? Mag jeder einzelne Schritt auch wehtun, schmerzhaft sein, mit dieser Selbstbegegnung. Wenn wir unsere Komfortzone lieber zu jammern als etwas zu ändern, verlassen. Mutig verlassen. Den Mut braucht es. Aber der erste Schritt, ob ihr es glaubt oder nicht, ist der freie Atem. Der Atem der Freiheit. Die Freiheit in Richtung einer neuen Perspektive, einer anderen Perspektive, einer schöneren Perspektive. Dabei geht es immer wieder um die kleinen, feinen, eigenen Entscheidungen. Nicht um die großen Dinge, die kommen vielleicht später. Trotz all der Schmerzen, all der Schatten, all der Verletzungen in unserem Herzen, in mir, um mich herum, meine Sicht, meine Bewertung, meine Abwertung, meine Verurteilung, alles hängt damit zusammen, ob ich mich endlich aufmache zu mir selbst. Blaue Blume, das wahre Glück zu suchen und zu finden. Ja, es braucht Mut. Wir wissen ja, dass wir jeden Tag neu das berühmte Glas Wasser beurteilen können. Ist es halb voll? Ist es halb leer? Jeden Tag treffen wir immer wieder die Entscheidung, unsere Sichtweise zu verändern, zu korrigieren. Und das ist ja auch nötig, geistig immer wacher zu werden, immer bewegter zu werden. Es gibt mit Sicherheit nichts Besseres als das Glas als halb voll zu betrachten, anstatt als halb leer. Aber es ist eine bewusste oder bewusst notwendige Entscheidung. Es ist Wachheit und Bewusstheit notwendig dafür. Das macht uns mutig. Das lässt uns Zweifel überwinden und auch auf die Gefahr hin, mutig zu sein, dass wir umfallen, dass wir auf die Nase fallen. Aber wir haben doch die Kraft, wieder aufzustehen, immer wieder aufzustehen, immer mutiger zu werden. Ja? Der Erfolg muss nicht beim allerersten Schritt kommen. Viele berühmte, erfolgreiche Menschen sind mindestens 5-mal pleite gegangen, sind immer wieder aufgestanden, haben immer wieder mit kleinen Korrekturen weitergemacht. Ja, das ist eine gewisse Zähigkeit, nicht nur Mut, Durchhaltevermögen. Alles das sind geistige Kräfte,
ich als Seele entwickeln kann oder vielleicht muss, um mein Leben in die Hand zu nehmen, neu zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und nie, nie, nie aufgeben. Unter keinen Umständen. Das ist die allerwichtigste Parole, die allerwichtigste Selbstentscheidung. Die eigene Entscheidung. Allen Hindernissen ins Auge zu sehen, allen Störungen, allem Chaos, ob es aus dem alten Selbst genährt wird, zum Unterbewusstsein oder aktuell vor der Tür steht. Eine der wichtigen Kräfte hier im Raja Yoga ist die Kraft, allem ins Auge sehen zu können. Angstfrei, mutig. Was bewirkt dieser Mut? Wir wollen ja glücklich sein. Wir wollen ein Leben leben, das uns glücklich und zufrieden macht. Und deshalb sollten wir nie, nie aufgeben, uns selbst zu weiterzuentwickeln. Das Herz, den Geist immer weiter, immer unbegrenzter zu machen. Scheitern und aufstehen. Immer weiter, bis ich mein Glück in Händen halte, meine Lebensfreude, die nicht abhängt von dieser alten Welt da draußen, dieser ja, sehr korrupten, berechnenden alten Welt, sondern es ist die Verantwortung, für meine eigenen Gefühle, für meine eigene Sicht auf die Dinge, für meinen Entschluss, für seelischen Gewinn oder Verlust. Ich habe doch ein Recht darauf, oder? Ein authentisches, gutes Leben zu führen. Ich habe ein Recht darauf. Und alles, was ich ausgleichen muss an alten Schulden mit Menschen, an alten Verletzungen, will ich doch wieder ausgleichen. Es geht immer um Ausgleich, immer um die Balance. Ich war zornig, ich war wütend. Und das Glück liegt nicht darin, so zu tun, als ob das alles nicht da wäre, sondern die Kraft zu haben, mich entschuldigen zu können, den anderen Menschen, die andere Seele, um Verzeihung zu bitten. Das als solches ist schon ein wunderbares Glücksgefühl. Wirklich ein wunderbares Gefühl. Das nennt man ja auch, sich selbst treu zu sein oder authentisch zu sein. Jeder kleine Schritt in diese Richtung, mutig etwas zum Guten zu verändern, das Wesentliche zu sehen hinter all den Masken und Fassaden. Das ist die hohe Kunst. In jedem Herzen diese blaue Blume manchmal zu imaginieren, sie mir vorzustellen,
dieses Göttliche in mir selbst entdecken, die eigene innere Schönheit wiederzufinden. Um diese blaue Blume geht es, um diese Wahrhaftigkeit, diese Grundehrlichkeit mit mir selbst, mit uns selbst. Ja, es kann schmerzhaft sein, keine Frage. Viele sprechen ja heute von dem vernachlässigten Kind. Aber jetzt, jede Sekunde, kann ich mich neu erfinden, neu sehen, mich neu zu sehen, meinen göttlichen Kern entdecken, meine Liebe für mich selbst wiederfinden. Nicht als schöne Metapher, auch schön, sondern mich wirklich als liebendes Wesen zu sehen. Diese Kraft der Liebe als meine innerste Wahrheit, meine innerste Schönheit wieder zu entdecken, wieder ans Licht zu bringen. Das machen wir natürlich im Vajra-Yoga, aber jeder Einzelne auf seine Art ist herausgefordert, aufgefordert, nicht zu resignieren, nicht aufzugeben und ja, sich ganz bequem in der Komfortzone fallen zu lassen, zu konsumieren, was uns die Welt da draußen anbietet, zu konsumieren und damit in irgendeiner Weise immer fremdbestimmt zu sein. Dann vergessen wir, uns selbst treu zu sein. Unsere Liebe für uns selbst an die erste Stelle zu stellen. Und es ist nicht einfach. Manchmal hadern wir mit uns. Manchmal sehen wir, dass wir andere verletzt haben, dass wir eifersüchtig und neidisch sind. Aber hier beim Raja-Yoga lernen wir, hinter all diesen Sichtweisen, all diesen Verhaltensweisen, gibt es die wunderschöne Seele, die liebevolle Seele. Und es ist vielleicht erst einmal oder sicher erstmal eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, eine überirdische Sichtweise. Aber mit etwas Übung oder auch etwas mehr Übung wird solch ein Selbstbild immer mehr zu unserer Identität, immer mehr zu unserer Wahrheit, die unser tägliches Leben ausstrahlt, uns Sicherheit gibt, ja, uns authentisch sein lässt. Ja, es gibt die Resignation. Aber ist das wirklich die bessere Option? Ist das Eigenverantwortung? Denn nur Eigenverantwortung macht glücklich. Selbstentfaltung. Das Tiefere an Selbstverständnis, an Besonderheit wieder hervorzuholen. Die alten Träume, die alten Ideale immer mehr zu versuchen,
uns denen anzunähern, sie immer mehr ein Stück zu leben. Das macht lebendig. Das macht wunderschön. Das macht glücklich. Das eigene Herz heilt wieder. Wenn wir uns selbst wieder lieben können, auch wenn wir Fehler machen, egal. Nicht egal, aber nicht so schwergewichtig wie die Kraft der Liebe, wie dieser göttliche Kern in uns, wie das Überirdische in uns, dieser göttliche Kern. Ja. Wir haben immer wieder die Entscheidung, heute mehr denn je. Und ja, es kann einsam machen. Künstler, nicht nur Yogis, Künstler, Dichter, Philosophen, alle haben den Rückzug gesucht, um ihre Kunst, ihre Lebensidee zu erfüllen. Ja, das ist die Herausforderung. Diese blaue Blume im eigenen Herzen wieder wachsen zu lassen. In kleinen Schritten meinem Lebenstraum, meiner Lebenserfüllung nahe zu kommen. Ich bin dafür hier beim Raja Yoga angekommen. Mein Traum, mein Ziel war, die Wahrheit zu finden. Die Wahrheit hinter all den Aussagen, Kultur und Religion. Ich wollte den Kern, den Pudelskern finden. Oder die Wahrheit, besser gesagt. Ein langer Weg, ein Weg zu mir selbst. Ein sehr lohnender, sehr freimachender, glücklich machender Weg. Es lohnt sich eben nur der Weg nach innen. Das Wesentliche ist ja für die Augen unsichtbar. Der alte Spruch von Saint-Exupéry. Jeder entscheidet sich, jede Minute. Sehe ich den Schmutz auf der Straße? Sehe ich den kleinen Löwenzahn, die Blüte, die wunderschön ist? Jede Sekunde entscheiden wir uns, was wir sehen, was wir nicht sehen. Die erfüllende Prophezeiung oder auch der Placebo-Effekt habe ich hier noch geschrieben. Es geht nur darum, immer wieder sich auszuprobieren, es zu üben. T-U-N, Tag und Nacht, es zu tun. Nicht nur darüber zu reden, darüber nachzudenken, ist auch schon schön, aber damit das Herz wieder wach wird, bewusst wird, glücklich wird, geht es darum, es wirklich zu tun. Die Verbindung zu mir selbst. Und für uns Yogis auch natürlich die Verbindung zu Gott. Wieder zu trainieren. Ja, diese drahtlose Verbindung jeden Tag wieder neu zu üben. Und zu fühlen, dass das Herz heilt. Wieder zusammenwächst. Die Verantwortung der Liebe für mich selbst, für alle meine Mitmenschen zu erfüllen. Es ist ein großes Thema, wie Martin gesagt hat, und es ist der Anfang.
in kleinsten Dingen die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Und wenn Ärger aufkommt, sagen, okay, der Ärger zeigt mir etwas. Nichts geschieht, ohne dass ich nicht ganz viel daraus lernen kann. Aber erst wenn ich anerkenne, dass nicht die ganze Welt schuldig ist und nicht Gott, sondern dass ich der Schöpfer meiner Welt bin, meines Glücks, meines Unglücks, alles, was ich denke, löst ja Gefühle in mir aus. Die Gefühle, das wissen wir, drücken sich dann in unserem Handeln aus. Uralte Gesetze. Die wieder zu beachten, eigene Verantwortung zu übernehmen. Es macht glücklich, wirklich sehr glücklich und zufrieden. Die eigene Verantwortung zu übernehmen. Und mit dem Selbstvertrauen kommt das Gottvertrauen. Und mit dem Gottvertrauen, wirklich Gottvertrauen, wächst und wächst das Selbstvertrauen. Das ist ganz sicher. Hier, 37 Jahre Yoga, kann ich das auf jeden Fall hundertprozentig bestätigen. Ja, es geht immer um die Dosis, das tägliche Ringen, damit das zerbrochene Herz wieder heilen kann. Es braucht all die Tugenden, all die Kräfte. Die Toleranz, habe ich hier geschrieben, die Zuneigung, die Geduld, das Mitgefühl, Selbstachtung statt Ego, uneigennützige Zuneigung, echte Freundschaft. Jeder Schritt, jeder kleinste mutige Schritt lohnt sich auf jeden Fall. Selbstbestimmung. Ich bestimme. Ich übernehme die Verantwortung statt Fremdbestimmung. Meine Eigenart, meine Besonderheit, wieder zu leben, was auch immer es sein mag. Nichts und niemand, niemandem erlaube ich, mich davon abzuhalten. Gott wünscht sich souveräne Kinder. Und ich will so ein mutiges, souveränes Kind sein. Das ist das, was glücklich macht, was zufrieden macht. Durch allen Schmerz und durch alles Leid, das aufkommen mag, lasse ich das Licht meiner eigenen Schönheit wieder zu, meiner inneren, göttlichen Schönheit. Tja, das wollte ich mit euch teilen. Ich habe noch ein schönes Gedicht, aber vielleicht hat Martin ja inzwischen etwas an Fragen, die ich natürlich gerne beantworte. Oh ja, Fragen habe ich, aber ich bin auch an dem Gedicht interessiert
Und außerdem würde ich dich bitten, dass du das Gesagte von eben nochmal in so einer kurzen Meditation für alle Menschen eingänglich Jetzt erst? Ja, machst. gerne. Ja. Oh ja, ich bin ein großer Liebhaber von Meditation. Ja, das passt ja gut. Ja, okay. Also, das innere Selbst, die Wahrheit, die Seele, das Selbstbewusstsein als ewige Persönlichkeit. Ewig nicht im Körper, aber ewiger Licht, Punkt, Lebensenergie. Die Lebensenergie, genährt durch meine Lebendigkeit, durch mein Selbst. Wertgefühl, durch mein Selbstbewusstsein als ja, Kind von Gott. Das Glück, mich selbst, meine Schönheit, meine geistige, seelische Schönheit. Wieder zum Strahlen zu bringen, auszustrahlen. Auf den eigenen Körper natürlich und in die Welt. Ich denke so lange, ich bin eine wunderschöne, friedvolle Seele, bis das Herz anfängt, schneller zu schlagen. Bis das Herz sich ganz glücklich und geborgen fühlt. Das Herz ist natürlich nicht das physische Herz, sondern der Verstand, der Geist, das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, alles zusammen. Das ist die Energie des Herzens. Die Energie von mir, der geistigen Persönlichkeit. Ja, der göttliche Ursprung, die Verbindung der höchsten Kraftquelle. Om Shanti. Om. Die Seele. Shanti. Der Frieden. Ich bin die friedvolle Seele, die ewige, unzerstörbare, friedvolle Seele. Das ist die Wahrheit. Das ist das Glück, das die Wahrheit mir schenkt. Wunderbar, vielen Dank, Edda.
Jetzt bin ich aber auch noch an deinem Gedicht interessiert. Ja, haben wir noch genug Zeit? Oh ja. Okay. Ich weiß nicht, wie lang das Gedicht wird, aber ich Nein. glaube, wir haben noch Zeit. Also, als ich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das ist Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass Schmerz und Leid Warnungen sind, gegen meine Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, hörte ich auf, mir meine freie Zeit zu rauben. Ich habe aufgehört, immer weiter große Projekte zu planen. Heute mache ich nur noch, was mir Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das ist Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was ungesund für mich ist. Von Essen, Menschen, Dingen, Situationen, von allem, was mich immer wieder runtergezogen hat. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich es gesunder Egoismus, aber heute weiß ich, es ist Selbstliebe, die Liebe für mich selbst. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger oft geirrt. Heute habe ich erkannt, das ist Demut. Das ist für mich das Schönste. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger oft geirrt und habe heute erkannt, das ist Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um die Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch im Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich aber meine Kräfte des Herzens bekam, hatte der Verstand seinen wichtigsten Partner. Diese Verbindung nenne ich Herzensweisheit. Wir brauchen uns vor den Konflikten und Problemen mit uns selbst oder mit anderen nicht zu fürchten. Denn selbst die Sterne knallen ja manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Ja. Ja, ganz wunderbar. Ich glaube, damit hast du gerade meine allererste Frage schon beantwortet mit diesem Gedicht, weil es wird immer sehr viel davon gesprochen, Liebe für sich selbst zu haben. Aber ich bin jemand, ich lese immer Anleitungen von allen möglichen Sachen, damit ich weiß, wie die funktionieren. Und ich habe noch nie eine Anleitung bekommen, wie ich mich selbst lieben kann. Aber ich glaube, in dem Gedicht gerade habe ich das ein bisschen mehr verstanden. Danke dafür. Dem, was ich vorher gesagt habe, nicht. Schritt für Schritt akzeptieren, was ist, um mich auf den Weg zu machen, ist zu fühlen, auch den Schmerz, um hindurchzugehen, um, ja, um zu einer neuen Freiheit zu kommen.
Christentum nennt man das Erlösung, Befreiung. Oder im Yoga. Ja, Martin. Ja, also ich habe gedacht, das klingt ganz schön nach Blut, Schweiß und Tränen. Muss das so sein? Muss es einen Leidensweg geben oder geht nicht auch die fröhliche, schöne Art und Weise, um zu sich selbst zu kommen, um glücklich zu werden? War das eine Frage? Oder ja, das war eine Frage an dich, ja. Naja, es kommt darauf an, wie tief du schürfen willst. Das Gold ist manchmal tief vergraben. Ja? Wenn du an der Oberfläche bleibst, okay, dann nur ich denke mal, wir haben so viele Leben gelebt und sind irgendwie ja nicht mehr glücklich. Aber ich weiß, dass das Glück mein Recht ist, mein sozusagen göttliches Recht. Aber ich weiß auch, dass viele Schichten da drüber liegen, wo wir Illusionen uns gemacht haben, wo wir uns und andere getäuscht haben, wo wir ja, die Dinge weggedrückt haben, weil sie unbequem waren, ungemütlich waren. Aber die Rechnung, glaube ich, die müssen wir bezahlen. Und je weiter wir etwas aufschieben, ist meine Erfahrung, je länger, weil es einfach, wie du sagst, ja, Schweiß und Tränen würde ich jetzt nicht sagen, aber schon anstrengend ist, sich selbst wirklich ehrlich zu begegnen und sich nicht etwas, ja, immer schön ein bisschen drüber pinseln, das reicht nicht mehr. Wenn man diese tiefe Erfahrung von authentisch sein, von, ja, von innerster Zufriedenheit, so wie ein Künstler, der sein innerstes Leben will. Wir können an der Oberfläche bleiben. Ich glaube nur nicht, dass das sehr zielführend ist. Meine Erfahrung. Also in der Regel, da gehe ich jetzt mal von mir aus, ist es so, dass man etwas verändern will, wenn es einem nicht gut geht. Wenn ich kann dich schlecht verstehen, Martin. Dass ich etwas verändern will, wenn es mir nicht gut geht. Also um glücklich zu werden, muss ich erstmal unglücklich sein. Weil wenn ich glücklich bin, dann will ich ja nichts verändern. Dann will ich ja so bleiben, dann will ich ja, dass es so bleibt, wie es ist. Naja, Martin, es ist wie die Spitze des Eisberges, ja, finde ich. Ein bisschen unglücklich sein ist was anderes als die ehrliche Selbstbegegnung. Für mich muss ich immer sagen, dazu sagen, ja. Klar will niemand unglücklich sein, aber wenn ich, der Preis dafür ist, wieder wirklich frei zu sein, leicht und lebensfroh, glücklich, dann glaube ich, führt dieser Weg schon in gewisser Weise durch die Hölle. Also durch die Hölle des eigenen Verdrängten, der eigenen Schatten, der eigenen Verletzungen, alles, was ich am Anfang aufgezählt habe. Wenn ich das weiter zudecke mit Friede, Freude, Eierkuchen, ja, dann komme ich nicht an den wahren Kern von mir. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Es gibt ja, wie du am Anfang schon sagtest, sehr viele Verletzungen aus der Kindheit. Und die sind ja nun einmal da. Die kann ich auch nicht mehr ändern. Aber ich muss ja das irgendwie überwinden. Aus meinem Leben oder meiner Lebenserfahrung ist es so, ich bin sehr unglücklich geworden und wollte das verändern. Aber ich hatte dann nicht mehr die Kraft dazu. Ich hatte nicht die Kraft, weil mein Selbstwertgefühl war sehr gering. Ich konnte keine Toleranz mehr aufbringen und Zuneigung. Das sind alles so höherwertige Dinge, die dazu war ich gar nicht mehr in der Lage. Was muss ich denn tun, um jetzt wieder sozusagen ein Mindestmaß an Kraft zu bekommen, um das wieder entwickeln zu können? Tja, Martin, diese Entscheidung
sich trotz allen Schmerzes, allen Leides, sich selber annehmen zu können, sich umarmen zu können, wie ein verloren gegangenes Kind oder das innere Kind, von dem so viel geredet wird, das zu umarmen, das zu akzeptieren. Ich glaube, den Schmerz zu akzeptieren, was immer es auch ist, aus welchen Ursachen heraus auch immer. Und wir glauben ja daran, dass wir viele Leben gelebt haben, wo es immer das Gesetz von Ursache und Wirkung gibt, immer in der Welt, wissen wir ja. Ne? Keine Wirkung ohne Ursache. Also haben wir auch immer was damit zu tun, wenn Leid in unserem Leben ist. Das ist ein Gesetz. Und dieses Leid, diesen Schmerz umarmen zu können, annehmen zu können, ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt, besser atmen zu können, weniger Schwere zu fühlen. Es ist ein großer Akt der Selbstversöhnung. Ja? So wie alle Menschen sich mit Gott versöhnen wollen und alle Hände aufhalten, lieber Gott, gib mir, das können wir auch machen, aber es gibt eben auch etwas wie Eigenverantwortung. Und die Kraft, ja, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, und das haben wir ja als Yogi, dann, oder ich jedenfalls, dann ist das meine Quelle. Dieses ursprüngliche wahre Selbst. Diese Kraft wieder zu aktivieren. Die Kraft der Liebe, die Kraft des Friedens, als meine Ursubstanz, Ursubstanz meines Seins. Und das muss aktiviert werden. Das kommt nicht von alleine einfach hoch. Das muss wieder reanimiert werden, geübt werden. Ich muss mich selbst überzeugen. So am eigenen Kragen aus dem Sumpf ziehen, indem ich diese selbsterfüllende Prophezeiung, ja, wie ein Mantra, wie ein Schatz wieder ans Licht bringe. Yes, Sir. Okay, es klingt ganz schön. Vielleicht kannst du gleich in der Abschlussmeditation nochmal so einen praktischen Meditationstext dazu sprechen, dass Menschen, die jetzt nicht wissen, wie man aus einem kraftlosen Zustand wieder Kraft bekommen kann, damit wieder neuen Mut und neue Hoffnung erlangen kann. Weil wir wissen ja, dass sich nichts von alleine irgendwie auflädt, sondern man braucht Energie von außen. Und das kannst du vielleicht gleich in der Abschlussmeditation nochmal mit uns zusammen sprechen. Für uns. Das Wesentliche ist natürlich, Martin, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, das Wesentliche ist, dass wir gucken, wo wir unsere Lebensenergie investieren, wo wir sie verpulvern, wo wir sie investieren, überhaupt unsere Lebensenergie. Und dann zu sehen, geht es mir am Tage oder in einer Woche, in einem gestrichenen Zeitabschnitt besser oder bin ich energetisch im Keller? Ja, das ist ja ganz leicht festzustellen. Ne? Je öfter ich immer mal in die Stille gehe und mich mit meinem Herzen verbinde oder mit dem lieben Gott verbinde, desto mehr Energie spare ich immer wieder. Dann laufe ich nicht ganz leer während des Tages. Ja? Mhm. Und das ist eine Übung. Morgens schon mal auf jeden Fall Kraft zu tanken, sagen, okay, mich auf den Tag vorzubereiten und abends eben für die Nacht, dann auch für die gesunden Träume, dass wir da nicht auch noch sehr viel Energie verbrauchen. Also immer auf den eigenen Energiehaushalt achten. Ja?
Okay, immer also wieder zu tun. zu wissen, was einem Energie raubt und wo man Energie herbekommen kann. Edda, vielen Dank für deinen schönen Vortrag und für deine ehrlichen Antworten. Jetzt haben wir noch Gelegenheit, bis die Sendezeit vorbei ist, eine Abschlussmeditation von dir zu hören. Und da freue ich mich drauf, mit dir auf diese Reise zu gehen zu dem Energiepunkt, der uns wieder aufladen kann. Ja, es geht immer darum, die Energie, die Lebensenergie nach innen zu wenden. Uns auf die Seele, den Lichtpunkt, die Lebensenergie zu konzentrieren. Die Lebensenergie in der Mitte der Stirn. Ich konzentriere mich immer mehr auf diesen winzig kleinen Licht. Bewusster Lebensenergie. Ich bin mir meiner selbst vollkommen bewusst, meiner Lebendigkeit als Seele. Ich bin mir bewusst, dass in jedem Menschen, jedem lebendigen Menschen, eine Lichtpunktseele vorhanden ist. Die Lebensenergie, die bewusste, sich selbstbewusste Energie. Dieses Bewusstsein, dieses Selbstbewusstsein als Seele hat eine ewige Verbindung mit der höchsten Seele, der höchsten Lebensenergie, der ewigen Kraftquelle, jenseits aller Materie. Der Welt reine Lichts, reine Energie. Keine Verdichtung, nichts Materielles. Reine Lichtenergie. Dieser Lichtpunkt wird in der ganzen Welt als Gott bezeichnet oder als höchste Kraftquelle. Wir können auch sagen, es ist die Elternseele für alle Seelen. Ich habe eine Beziehung. Ein lebendiges, energetisches Miteinander. Ein Energieaustausch. Die ewige Quelle. Immer gleichbleibend. Die Quelle der Kraft
reine, selbstlose Liebe. Die Kraft, unendlichen Friedens. Das ist die Lebensenergie, mit der ich mich wieder auflade durch diese intensive Beziehung. Ein Energiestrom, der zwischen mir, der ewigen Lichtpunktseele, dem höchsten Kraftwerk im Universum dem ewigen Lichtpunkt fließt. Die Kraft reiner Liebe, die Kraft vollkommenen Friedens. Dieses Kraftwerk, das die Menschheit Gott nennt, höchster Vater, bester Freund, ist immer da. Wann immer ich den Schalter umlege, funktioniert die Verbindung zwischen mir, der Seele und der höchsten Seele, dem kraftvollsten Lichtpunkt im Universum. Reine Lichtquelle. Reine. Rein heißt ja glücklich machende, wunderschöne Energie. Lebensenergie. Lebensenergie, die wir hier in der Materie dringend brauchen. Und die da ist für uns. Immer. Tja, Om Shanti. Einen guten Abend für euch alle.